Eine Nacht hat er über das Spiel geschlafen. Am Tag nach dem 3:1 Auftaktsieg machte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge Gegner TSG Hoffenheim schwere Vorwürfe. Speziell in der ersten Halbzeit sind die Hoffenheimer Spieler brutal hart eingestiegen, schimpfte Rummenigge in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage. Thiago, Kumann und Frank Ribéry wurden permanent gefoult mit dem Ziel, unseren Spielfluss zu unterbrechen. Das war Fußball in Wildwest-Manier. Alles zum 1-Punkt-Spieltag in der Bundesliga am Sonntag ab 11 Uhr im Check24 Doppelpass auf Sport1 mit den Gästen Friedhelm Funkel, Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann. Rummenigge attackiert Hoffenheim. Vor diesem Hintergrund stellte Rummenigge auch die Marschroute von Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen und Julian Nagelsmann in Frage, die vor dem Spiel offensiv verkündet hatten, den Bayern die Meisterschaft streitig machen zu wollen. Bildergalerie Videobeweiswirbel in der Bundesliga, Vareinsätze am 1-Punkt-Spieltag 13 Bilder. Wenn die Ankündigungen dazu führten, dass eine Mannschaft zum Halali gegen unsere Spieler bläst, so wie das gestern geschehen ist, dann hat das mit Fairplay nichts mehr zu tun, sagte Rummenigge. Insgesamt begingen die Hoffenheimer 21 Fouls, Bayern lediglich 2-Punkt-Anzeige. Jetzt das neue Trikot des FC Bayern kaufen und mit dem Code BULI 18% sparen. Hier geht es zum Shop. Übertriebene Härte. Der Vorstandsvorsitzende der Münchner hielt dem Gegner übertriebene Härte in Zweikämpfen vor. Wenn dann als Ergebnis der beste Spieler auf dem Platz schwer verletzt ausgewechselt werden muss, dann kann ich nur sagen, nicht jedes Mittel wird durch den Zweck geheiligt, sagte er. Damit spielte Rummenigge auf das Ausscheiden Kingsley Coman's an, der sich bei einem Duell mit Nico Schulz kurz vor der Halbzeit einen Syndesmosebandriss im linken Fuß zuzog und mehrere Wochen ausfällt. Rummenigge wertete Schulz' Einsteigen als brutales Foul. Pechvogel Coman, der erneut operiert werden muss, sagte er die volle Unterstützung zu. Die Highlights des 1-Punkt-Spieltags bei Sport1 am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Bur, lesen Sie auch, Video Irrsinn in Wolfsburg, und Tedesco legt sich mit Schiri an Videobeweiswirbel in München, das lief wirklich falsch.